Plötze? Na komm schon. So. Ah, jetzt haben wir die Trophäe nicht mehr. Ja. Oder die Trophäe ist im Sack da. So, na gut, dann auf jeden Fall erstmal mitten in den Wald. So, wo dürfen wir denn lackiert auf... Ach, Mann. Ich bin so ein bisschen drauf, so ein bisschen wie in Elder Scrolls, dass ich dort, wo ich hingucke, reite ich hin. Nein, das läuft ja hier so überhaupt nicht. Ich glaube, in Elder Scrolls nenne ich mein Pferd jetzt auch Plätze, oder? Weiß ich nicht. Kann sein. Oh, guckt euch das mal eben an. Oh, dieser wunderschöne Sonnenunter-Aufgang, das ist doch echt... Das ist doch echt herrlich. So, ich bin gerade einfach mal direkt dran vorbeigeritten, hier, wo ich hin muss. Kann ich hier so ein bisschen... Da, okay. So. Wo ist denn hier? Da ist ja... So, Hexersinne. Ach, ich sehe es doch schon. Die Schnauze ist blutig. Es hat nicht kampflos aufgegeben. Oh. Die Spur wird unregelmäßig. Das Monster ist ins Stolpern gekommen. Vermutlich ist es verwundet. Na, komm schon. Blut. Monsterblut. Huch. Steht auch direkt hier auf der Spur. Ich habe sie doch gerade gesehen. Oder auch nicht. Halt, da ist sie doch. Okay. Warte mal, in welche Richtung schaut der Abdruck denn? Könnte auch echt jeder sein. Ich sehe das ja hier irgendwie nicht so. Ich glaube nicht, dass ich hier im Wasser überhaupt irgendwas finde. Also mal ganz schnell wieder zurück nach Land. Oder soll ich die Dinger hier untersuchen? Nee. So, einfach mal mitnehmen. Aha. Aha. Und nochmal mitnehmen. So, warte mal, wo ist die Spur jetzt hin? Gott, wie läuft das Vieh denn? Oh. Egal. Gott, dieser Kreis da oben auf der Minimap, der ist ja schrecklich. So, hier läuft's weiter. Oh, weiße Myrte. So. Na. So. Okay. Hier. Wo rennt das Ding denn hin? Ah, endlich. Die Spuren führen zur Höhle. Eine Gorgo. Nun gut. Eine Gorgo. Das heißt, ich schau mal eben in mein Bastarium. Eine Gorgo. Eine Gorgo. 8 Kühe hatte ich, 5 davon Milchkühe. Dann kam diese Gorgo vorbei. Und jetzt habe ich nur noch ein paar Kuhfladen, die in der Sonne trocknen. Jethro, Bauer aus Pindal. Alberner Aberglaube besagt, dass Gorgos wie Basilisken nur mit ihren Blicken allein töten können. Das ist natürlich Unfug. Der Blick einer Gorgo ist nicht gefährlicher als der eines wütenden Grans. Vor ihrem tödlichen Schnabel und den tödlichen Peitschenhieben mit dem langen Schwanz sollte man sich allerdings vorsehen. So, wirksames Art. So, Draconoidöl und Karetscha. Und dann gibt es natürlich noch Kreischlinge. Kreischlinge sehen irgendwie so aus. Kreischlinge, das Monster, das die Leute in Krähenfels terrorisiert, erwies sich als
besonders renitente Gorgo. Geralt war nicht überrascht, dass die Männer des Barons sich nicht hatten aufhalten können. Hatten sie doch keine Chance gegen die chirurgische Präzision der Hiebe gehabt. Denn deren Folge waren allzu oft arterielle Blutungen, welche andernfalls noch durch einen Schwalbentrank gestillt werden konnten. Okay. Auch hatten die Männer weder gewusst, dass man Gorgos per Armbrustbombe oder Zeichen niederzwingt, noch dass man ihren Hieben ausweichen, indem man... Was? Gott! Ich sollte das nicht... Also nochmal. Auch hatten die Männer weder gewusst, dass man Gorgos per Armbrustbombe oder Zeichen niederzwingt, noch dass man ihren Hieben ausweicht, indem man sich unter einem ausgestreckten Flügel des Monsters rollt. Okay. Also Art... Dieses Öl, Bomben und Armbrustbolzen. Moment, da kann ich doch direkt mal was machen. Und zwar im Invent. Moment, da war es doch schon. Handwerk, da fehlen aber noch die Zutaten. Hier fehlen noch die Zutaten und hier fehlen noch die Zutaten. Okay. So, was habe ich denn an Bomben? Ich glaube, ich bin wieder ein bisschen leise. Das liegt natürlich daran, dass ich hier nicht direkt so ins Mikro spreche. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. So, habe ich Bomben denn direkt da? Nö. Oder sind die unter Alchemie? Kann ja auch sein. Donner. Weißer Honig? Ah, cool. Weißer Honig. So, Öle. Geisteröl, das Öl und Nekro-verfluchten Öl. Okay, ich brauche dieses komische andere Öl. So, Schwalbe bräuchte ich, müsste ich sowieso noch machen. Und dann noch Schöllkraut. Ich bräuchte auch noch Schöllkraut, na super. Und dann brauche ich auch noch was anderes. Und zwar... Wo ist denn hier die Höhle? Hier ist die Höhle. Und zwar brauche ich noch was anderes. Da gehe ich aber jetzt noch nicht rein. Also, was brauche ich? Ich brauche Schöllkraut für Schwalbe und dann brauche ich noch ein paar Zutaten. Neue Markierung, verbrannte Ruinen. Oh, okay. Gut, cool. So, und dann würde ich erstmal sagen, machen wir doch mal die andere Quest. Wo war denn das? Hier war das. Moment, was steht da? Ich finde das Monster mit... Finde das Monsterlager mit Hilfe da. Ja, das machen wir ja später. Im Moment würde ich erstmal. Rennen in Krähenfeld, sammeln sie alle. Wo ist denn der Scheiß? Ach, hier. Nein. Was? Hier, das Ding hier will ich haben. So, jetzt aber. Okay. Die Hütte des Weidelars. Wo muss ich denn dafür hin? Oh Gott. Okay. So, Moment. Plätze. Da ist er ja auch schon. Also, da ist er ja auch. Also, hier, da ist er. So, und dann gucke ich auch nochmal nach dem Trank. Wie heißt das Ding? Drakone irgendwas Öl. Ich glaube, das kann ich mir merken. Moment, wo muss ich denn da zu lang? Hütte des Weidlers. Na, ich glaube, ich bin hier schon fast richtig. Okay. So, und Art ist also gegen eine Gorgo ganz praktisch. Das ist ja interessant. So, gut. Ich reite jetzt also einfach mal erstmal den Weg lang nach dort, wo wir halt hin müssen, zum Weideler. Und irgendwie, also es gibt hier Schnellreisefunktionen, aber irgendwie habe ich keinen Bock, die zu verwenden. Das wäre nämlich langweilig, wie sonst nichts. Obwohl ich das in Assassin's Creed Rogue ja gerne gemacht habe. Vor allen Dingen so jetzt gegen Ende hin. Ja. Ist aber auch was anderes. Ja. Wenn man in Assassin's Creed Rogue zum 20.000. Mal halt
da übers Meer schippert, dann ist es halt langweiliger als... Ach, hier sind wir. Okay. Warte mal, habe ich hier? Dann ist es halt langweiliger, als wenn man in The Witcher... Ha, wusste ich doch. So, Ziegenhaut, Rehhaut, Schema, Jägerhose, naja, immerhin. Nilfgaarder Langschwert und ein paar Kronen. So, was wollte ich sagen? Dann ist es langweiliger, als wenn man hier in The Witcher wartet. So, was haben wir denn hier? Keine Sau hier? Nö, ich glaube, die haben ja kurz und klein geschlagen vor einer Ewigkeit. Also, was haben wir denn hier? Wasserflasche, Königswabe. Honigwabe. Kerze. Gehärtetes Leder und Schweinehaut. So, was haben wir denn noch hier? Nichts. Absolut nichts. Oh, nee. Hä? Was? Achso, das ist einfach nur eine Kerze. Sah aus wie Geld. Mann, die Hütte sieht ja auch lustig aus. Na, dann komm mal her, Blitze. Wir reiten jetzt erstmal weiter zum Weidelaar. Der Weidelaar. Gott, der Weidelaar. Ich frag mich allen Ernstes, wer auf solche Namen gekommen ist. Ich bin der Weidelaar. Nicht so schnell, Plätze. Hier sind doch die Herren. Lassen Sie sich von mir nicht stören. Ich bin hier nur ein bisschen unterwegs. Sorry. Hier haben wir gleich ein ganzes Dorf schon wieder. Hier oben ist doch das Dorf mit... Ja, genau, das hier ist das Dorf mit dem Werwolf. So, der Weidelaar. Der Weidelaar. Dann kommt nochmal der Herr Weidelaar. Oder ich komme zu dir. Ach, da ist er ja auch schon. Also. Sorry, ich muss hier mal ganz kurz durch. Da fliegen die Haare von Plätze. Mit dem Weidelaar reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Ich brauche den Weidelaar aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edrik helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskerzenblättern für den Bau. Seine Pusteln bedeckt ihr mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs.